Dieses Video enthält Szenen, in denen Gewalt deutlich dargestellt wird. Bei Risiken und Nebenwirkungen bitte ich dich, einfach wegzuschauen oder einen Psychiater aufzusuchen. Was ist das wieder? Notiz aus Esszimmer in Anwesen. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforte in eine neue Welt. Es ist alles hier, direkt vor meiner Nase. Ich bin entsetzt wütend, dass ich es nicht früher erkannt habe. Dieser Vorgang, um die Psyche eines Menschen zu brechen, auszulöschen und mir selbst freie Hand zu geben, ist so offensichtlich. Und jetzt, wo ich das erkenne und alles, was ich brauche, direkt vor mir liegt, habe ich das Gefühl, es gäbe nichts mehr, das ich tun könnte. Ich habe alles, was ich wollte, alles, was ich verloren hatte, aber ich brauche Ressourcen. Jimenez, dieser Schwachkopf, wird endlich seinen Unterhalt verdienen. Möchte aber nicht. Ich möchte nicht. Was ist los? Der wird mich töten, Leute. Was ist hier los? Der wird mich... ich musste abhauen. Ich weiß definitiv, dass ich sterbe, wenn ich dem begegne, Leute. Also ganz ehrlich, ne? Das geht nicht. Ich werde jetzt aber wieder zurückgehen. Ich hoffe, der ist nicht mehr da. Ich bin einfach hier so ganz bekloppt und wild rumgerannt. Ich weiß definitiv, dass ich gestorben wäre. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gegen den kämpfen können. Weil der ist nun mal unser größter Feind. Trotzdem hoffe ich mal, dass er nicht mehr da ist, ne? Okay, er ist weg. Da haben wir aber wirklich Schwein gehabt. Ich werde das Ganze jetzt trotzdem nochmal absetzen, Leute. Ich weiß, ich habe was verschwendet, aber das ist mir scheißegal. Oh, ich bin erschrocken, ey. Dieser Rotzknüppel. Ich hab's gewusst. Ich hab auch so vieles gewusst. Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Mädel, ich habe schon grünes Gel benutzt. Ich muss mal ein bisschen sparen hier. Du willst mich wohl komplett in den Ruin treiben, ne? Also so geht's ja nicht. So. Und nun kehren wir zurück in unsere wundervolle Welt. Kann ich hier noch was mitnehmen? Ja, ein Zeitungsartikel. Leichennahe Landhaus gefunden. Leichen in der Nähe von Landhaus gefunden. Identifizierung kann Wochen dauern. Außerhalb des Victoriano-Anwesens wurden 4 Leichen gefunden. An den Toten scheinen mehrere stümperhafte Operationen durchgeführt worden zu sein. Das hört sich natürlich nicht sehr nett an. Und hier ist auch noch was. Vermisst Ruben. Vermisst Ruben Victoriano. Geliebter Sohn der wohlhabenden Familie Victoriano ist seit dem Brand auf dem Familienanwesen verschwunden. Okay, naja, ich werde dich vermissen. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Eigentlich vermisse ich keine Leute, ne? Außer euch, wenn ihr nicht mehr da seid und schreibt. Das vermisse ich. Ich weiß nicht, wie ich das durchstehen soll, ganz ehrlich, ne? Keine Ahnung. Ehrlich, also ich bin zutiefst erschüttert, wenn ich darüber nachdenke, wie ich das hier machen soll, Leute. Ne, wenn mir da immer was hinterher rennt oder so. Also ich hoffe mal nicht, dass das der Fall ist, ne? Ich hoffe einfach mal, dass es hier ganz ruhig vonstatten geht. Sind da welche? Hä?
And it's a real good feeling. You got me rockin' and reelin'. You got me beggin' and stealin'. For your sweet love. Ja, ich weiß. Ups. Aber er sieht mich nicht. Schneller. Schneller. Tötet diese geile Widerlichkeit. Ach, in den Kopf. Ich denke aber mal, dass er tot ist, oder? Ich weiß es nicht, ob er auch tot ist, wenn der Kopf nicht ab ist und ich ihn in den Kopf gestochen habe. Keine Ahnung. Bitte komm nicht wieder, du blödes Mistmadenviech von vorhin. Ich mag den Typen überhaupt nicht, ne? Diesen, ja, zusammengenähten Kerl. Weiß nicht, der ist mir so suspekt, ne? Der gefällt mir nicht. Hier sieht's auch nicht gerade nett aus. Es scheint so, als hätten hier... Oh! Hm. Diese Fallen lasse ich jetzt mal in Ruhe, denn wenn ich versuche, sie zu deaktivieren, werde ich definitiv krepieren oder schwer verletzt werden. Wir lassen das jetzt einfach mal. Ich habe keine Lust, hier ein Risiko einzugehen, das unnötig ist. Ist hier noch was? Ja, grünes Gel. Ah, ist ja eine große Dose hier. Ah, nochmal so rum. Ja, ich mit meiner Festtagsbeleuchtung hier, ne? Ganz ehrlich, also übersehen kann man mich damit sicherlich nicht. Deswegen machen wir das mal aus. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Es sieht aus wie... Ich weiß es nicht. Ein Gehirn oder so auf dem Tisch. Keine Ahnung. Proband Nummer 58, Test 92a. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortexregion für Einwilligung. Okay, was heißt das jetzt für mich? Die Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Okay, Leute, das heißt, ich soll jetzt irgendwie hier was machen oder ich gehe nochmal zurück, wartet mal. Gibt's hier nichts anderes außer diese blöde Sprachkacke? Ah, nee, hier. Oder? Na komm schon! Ich habe keine Lust machen, einzuführen. Nee, Leute, das könnt ihr vergessen. Ja, mache ich hier einen Fehler. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Wir sollen... Wie kann ich denn jetzt da hingucken? Ganz ehrlich, ne? Ich bin selbst unschlüssig. Ah, da. Wir hören nochmal zu, was diese Notiz uns sagt. Ach, können wir jetzt nicht mehr. E7, F7 war das, ne? Da. Okay. Keine Ahnung, ob es jetzt richtig ist. Wie gesagt, für mich ist das hier blind und... Proband Nummer 58, Test 92a. Wir hören jetzt genau nochmal zu. An M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortexregion für Einwilligung. Ja, hier. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Okay. Das müsste F7 sein, wenn ich mich nicht irre, ne? Wollen wir einführen, das Ding? Na prima. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Ist das... Wie hast du es genannt? Dein Allerheiligstes? Ein eigenes Forschungslabor. Ich bin beeindruckt. Warum sind sie zurück? Ich habe ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien
abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Okay, das ist Marcello. Ja, es ist Marcello. Ist der andere Ruvik? Jedenfalls ist es total pervers gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es geschafft haben, Leute. Keine Ahnung. Was ist das denn hier? Kann ich das Gesicht sehen? Ich möchte mal versuchen, das Gesicht... Die hat echt ein Gesicht noch. Oder sie. Da. Hallo. Oh Gottchen, das tut mir so leid mit deinem Kopf, ne? Kann ich jetzt leider nicht ändern. Kann ich auch nicht erlösen. So, ich brauche meine Munition. Ich möchte nichts an einem Gehirn verschwenden. Ja, hier müssen wir wieder aufpassen. Da ist wieder diese blöde Explosionskacke. Ich hoffe nicht, dass der Spinner jetzt wiederkommt, Leute. Sonst haben wir wirklich ein Problem. Und ich hoffe auch nicht, dass jetzt hier irgendwo wieder Gegner sind, nachdem wir das gemacht haben. Das wäre ein bisschen blöd, ne? Oh, da ist was. Ich höre es. Es gammelt vor sich hin. Oh! Du kleiner Lutscher, du. Komm her. Oh, scheiße, ich hab's nicht geschafft, Leute. Nicht geschafft. Verflucht nochmal hier. Komm, deine Kniescheibe, weil du mich geärgert hast. So, jetzt aber. Du verfluchte Ratte. Oh mein Gott, hier. Ich hab mich erschrocken, ey. Oh, ich wusste, dass was kommt, ey. Ich hasse das. Man weiß es und erschreckt sich trotzdem. Es passiert mir immer wieder. Jetzt sind wir wieder im wunderschönen Speisesaal. Ja, dieser Kamin, ne? Ich weiß auch nicht. Ich finde, der sieht so auffällig aus. Aber da ist nichts. Naja, gehen wir weiter, ne? Ist da noch was? Nein. Ja, weg hier, ey. Kann man hier was kaputt schlagen? Diese hässliche Urne oder was es ist? Ja. Ist aber nichts drin. Oh, scheiße, Leute. Ich hau ab! Ich hau ab! Ich bin tot. Das ist so zum Kotzen, ganz ehrlich, ne? Das ist das, was ich meine. Das ist scheiße. Und wenn wir jetzt wieder von vorne anfangen müssen, kriege ich die Krise, ne? Also dann kriege ich echt die Krise. Ich hoffe mal, dass wir jetzt wieder da sind. Oh, hau ab, du! Dass wir jetzt wieder da sind, wo wir dem Gehirn ein Nagel eingefügt haben. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Gut. Ist das, wie hast du es genannt? Dein Allerheiligstes? Ein eigenes Forschungslabor. Zappelt mir kein Popel an die Backe, ich habe für sowas keine Zeit, ey. So. Ich pack jetzt hier gleich meine Pistole aus, du. Ja, den verbrenne ich doch lieber, ne? Ist mir lieber, wirklich. Oh, hoffentlich erschrecke ich mich nicht noch einmal, ne? Ich kenne mich! Komm. Ja, komm, hast du ein Problem? Och mein Gott, ey. So. Brauch dich nicht verbrennen. Hoffentlich kommt der Spinner jetzt nicht wieder. Ganz ehrlich, ne? Dann hau ich hier wieder zurück ab. Was habe ich diesmal gemacht? Oh, da bewegt sich was. Ach so. Rein, ey. Schnell speichern, Leute. Ja, anscheinend die Spritze, die vorhin da rauskam. Und
da durchgezogen wurde, wo wir das Gehirn bearbeitet haben, die ist jetzt da durchgezogen. Das heißt, wir müssen anscheinend mehrere Spritzen aktivieren, damit wir diese Tür wieder öffnen können, wo die beiden da durch sind. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich... Nee, mir geht's ganz und gar nicht gut. Mir geht's wirklich sehr, sehr schlecht. Ich brauche jetzt ein Aspirin und alles Mögliche, damit ich hier völlig high werde. Gut, wir speichern erstmal, Leute, und sehen uns dann das nächste Mal wieder bei The Evil Within. Ich weiß, es war heute kurz und knackig, aber lieber kurz und knackig und dann noch mit Verstand als Verstand verloren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.